Godric, dieser miese Wurm ist endlich gelegt und es geht für mich zur Tafelrunde. Da gucke ich dann, wie es in der Story weitergeht und danach treffen wir auch Colin und Denzel mal wieder in der offenen Welt wieder. Jetzt geht's los. Pad in die Hand. Ich bin mehr als gespannt, denn wir haben Godric gelegt. Ihr habt es hoffentlich letzte Folge gesehen, unseren triumphalen Moment. Und ich habe jetzt natürlich endlich einen ganzen Haufen Seelen bekommen. Der Gute hat bestimmt 14.000 oder so gedroppt. Und das habe ich natürlich nicht alleine jetzt einfach investiert, sondern das mache ich mit euch zusammen. Setzen wir uns an unseren neuen Ort der Gnade, an seinem Todesort. Und ihr könnt da schon mal winken unten, lieber Colin, lieber Denzel. Ihr seid natürlich auch wieder mit dabei. Allerdings seid ihr jetzt gerade kurz nicht relevant, weil dieses wunderbare Spiel im Vordergrund steht. Denn man kann zwar viel im Koop machen, man kann aber nicht alles gemeinsam machen. Zum Beispiel kann man nicht das Leveln gemeinsam tun und auch nicht so ein Kram wie zur Tafelrunde wahrscheinlich. So, und ich bin so wenig erst, habe ich gelevelt, dass ich erst Stufe 22 bin. Und das ist ja irre, denn ich brauche nur 3300 Seelen für ein Level gerade. Das heißt, wir können hier einige reinbuttern. So, ich will erstmal ein bisschen mehr Damage machen. Dann tun wir mal 2 in Stärke, weil ich spiele hier auf jeden Fall gerade ein Stärke-Bild. Und eine längere Lebensleiste wäre langsam auch nicht schlecht. Okay, damit hätte ich 4 Level und dann habe ich noch 1200 übrig. Die habe ich auch immer ganz gern dabei, wenn ich zur Tafelrunde oder an ähnliche Orte gehe, weil da will man sich auch manchmal was kaufen oder schmieden oder so und da braucht man ja auch immer noch ein paar Restseelen. Von daher, naja, aber da, nee, Moment, ich nehme ein Level wieder weg von meinem HP-Balken, denn ich bin ja der Host in diesen Sessions immer und ich muss mich ja eh manchmal zurückhalten, damit ich nicht als erster sterbe. Das heißt, ich versuche eh schon immer möglichst wenig Hits zu bekommen und heil mich dann nach einem Hit. Das heißt, es würde so schnell gar keinen Unterschied machen mit dem Balken. Deswegen lasse ich das mal noch sein. Ich will mir mit dem Damage mithalten können. Ob das nur eine schlaue Entscheidung ist oder nicht, könnt ihr in den Kommentaren bewerten. Beziehungsweise wir sehen es dann am Ende in den Kämpfen. Ja, und ey, komm, es geht auch in Stärke. Ich will Damage, Leute. Ich will Damage. So, reingeballert. Endlich mal. 3 Level-Ups hier. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Dann ist mir gerade aufgefallen, hier ist so ein Typ. Ja, den kennst du vielleicht doch. Ja. Godric, you filthy slug. Feel it. Feel it. Feel my bloody wrath. Ja, den kennen wir tatsächlich. Ich meine, das ist wahrscheinlich der Typ vom Tor, der uns den freundlichen Tipp gegeben hat, doch nicht durch den Haupteingang zu gehen, den ich dann regelverweigernd, wie ich bin, einfach ignoriert habe und doch durchs Tor wollte. Oh. Wenn ich jetzt Zuschauer wäre, würde ich mich voll fragen, was der droppt. Stimmt. Das würde mich auch fragen. Ich möchte mich dieser indirekten Bitte anschließen. I tell you though, what goes around comes around. He had an ugly heart. Weiß ja, scheiß drauf. Walle ist nur einmal im Jahr. And met the ugliest of ends, eh? Ich reiß derweil in meiner Welt noch ein bisschen rum und guck mich einfach noch mal um. Also nicht, dass ich tue hier was für meinen Charakter. Konnte gerade schon einmal leveln, weil ich parallel anderen Leuten bei Godric geholfen habe. Ich bin da gerade so gut drin. Und da kassiert man gerade 5000 Koop-Seelen. Ja, führ das gleich gerne noch weiter aus. Der Typ redet noch. Ja, gut. Sorry. Alles gut, ich habe es auch sehr spät gesagt. I suppose I'm free. I can do whatever takes my fancy. Can I, mate? Now. Okay. Jetzt hab ich alles von ihm. Takes, man, I. So, jetzt komme ich nochmal auf den Vorschlag zurück, ob wir denn erfahren wollen, was er droppt, ob er was droppt. Ich schließe aus dem Hinweis so ein bisschen, dass Dennis das schon gemacht hat.
Und den habe ich nicht, deswegen interessiert es mich doppelt. Okay, ah ja, okay, verstehe. Naja, das ist ja... oder mal so rumgefragt. Bist du dem später noch begegnet? Ist es ein wichtiger... Der tritt immer noch auf dem Kopf rum. Nach 100 ja. Stunden bin ich da nochmal hin und der tritt immer noch auf den Kopf von Godric ein. Okay. Dann lasse ich mir das nämlich jetzt spoilern, um ihm guten Gewissens die Rübe einzuhauen. Schauen wir mal. Oh, er kämpft? Nein, 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 nein. Ach, der macht gar nicht so viel Damage, wie ich dachte. Oh, ich darf ja hier jetzt weiter kloppen. Der kann ja nix. Kann ja immer weiter drauf kloppen. So. I'm free. I can do what I like. Er hat am Ende gesagt, ich bin frei, jetzt kann ich tun, was ich will. Und auch sein Satz, bevor ich ihn attackiert habe, war, okay, den kann ich nicht mehr genau zitieren, aber so ein bisschen der Wille nach Freiheit. Und er droppt mir eine Gostox Klangperle. So, oh. Und das ist im Schlüsselmenü. Das schauen wir uns jetzt mal an. Die Itembeschreibung. Da haben wir sie. Gebt dies Zwillingsjungferhüllen für neue Objekte. Ja. Da soll ich aber ganz schnell auch mal in meinem Spiel auf Assassinenfaden wandeln, hätte ich jetzt. Was für eine Klangperle? Gostox. Gostox. So hieß vielleicht. Also auf jeden Fall eine Klangperle. Das ist eine Klangperle. Das Einzige, was ich gerade als wichtig entnehme. Ja. Ich habe nämlich noch keine einzige Klangperle gefunden. Gegeben. Ich glaube, also hier steht auch in der Itembeschreibung der Hinweis, dass auch das bei der Tafelrundfeste ist. Und ich glaube, ich weiß auch, an wen ich das da abzugeben habe. Vorher machen wir allerdings noch eine kurze Sache, die ich gerade an der Gnade hier vergessen habe. Und zwar haben wir ja... Ich würde als Service sonst noch mal kurz sagen, was eine Klangperle ist, weil die eben super wichtig sind. Fast das beste Item im Spiel. Willst du das wissen? Eher nicht, weil ich es bisher noch nicht wusste. Aber vielleicht, weil ich finde das vielleicht in 10 Minuten raus. Okay. Wenn ich es dann immer noch nicht rausgefunden habe, bis dahin überlege ich mir, ob du mir da was dazu sagen kannst. Aber wenn das fast das Wichtigste im Spiel ist, klingt es schon so, als wäre es cool, das selber rauszufinden. So, was ich hier am Bonfire noch wollte, ist, wir haben eine goldene Saat eben bei diesem schleimigen Wurm unten gefunden. Und da kann ich doch eine weitere Flaschenaufladung hinzufügen. Nein, wie enttäuschend. Wir brauchen offensichtlich, was steht hier? 2 goldene Saaten und ich habe nur eine. Super, da müssen wir noch ein bisschen warten und sparen. Eine Träne haben wir in der Zwischenzeit auch nicht gefunden. Das heißt, wir können auch hier nichts hochleveln. Gut, hätte ja sein können, wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Dann würde ich sagen... Darf ich eine Frage kurz, weil du diese Info oder diese, na, wie soll man sagen, Denzel möchte stellen, ohne es genau zu wissen zu wollen, ach du Scheiße, was ist denn hier plötzlich mit der Tat? Ist es sinnvoll, die Klangperle bei den Händlern abzugeben oder gibt es noch andere Verwendungen? Du warst ein bisschen abgehackt bei mir. Ist es sinnvoll, die Klangperle, also wir haben ja gerade das schon erfahren, dass man die offensichtlich abgeben kann beim Händler, um noch, stand es ja auch geschrieben. Gibt es noch eine alternative Verwendung für die Klangperle? Das kann ich dir nicht sagen, aber die primäre Verwendung, die ich kenne, ist eine sehr geile. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine bessere gibt. Aber das ist das bei den Händlern, sorry. Wäre genau. Das dann ja. Okay, dann ist gut. Genau das machen wir jetzt auch mal. Ich biete jetzt diesen Zwillingsjungferhüllen hier, diese Klangperle an. Los geht's. Angeboten. Klangperlenhändler 2.
Gut, da gibt's jetzt andere Items. Banditenkleidung und so ein Kram, okay. Ja, mittelmäßiges Angebot. 5 Sturmfalkenfedern, klar, die Nerven zu farmen. Aber ansonsten finde ich es ganz schön ungeil. Was angeboten wird, meinst du? Ja. Ah, okay. Also, wenn das Geilste im Spiel ist, dann verstehe ich es, glaube ich, nicht. Also, ich glaube, ich habe die volle Magie noch nicht ausgeschöpft. Nee, ich kann hier nicht mehr machen. Aber hat sich deren Hauptangebot verändert? Das hätte ich vielleicht vorher mal gucken sollen. Sieht aber nicht so aus. Hier ist ein 100% physisches Schild, aber das gab es auch schon vorher, soweit ich weiß. Und dafür habe ich einfach nicht genug Seelen. Da kann ich jetzt nicht sagen, ob es das vorher schon gab. Trickspiegel des Wirts. Nehmt Gestalt als Gast an. Klingt cool, was auch immer das ist. Aber kann ich auch nicht sagen, ob es das vorher schon gab. Jetzt bin ich hin und her gerissen. Will ich jetzt von Denzel das Geheimnis wissen? Oder nicht? Was würdest du mir raten, Dennis? Finde ich das in der nächsten Zeit heraus oder hast du 100 Stunden gebraucht? Also mir geht es hauptsächlich darum, an die Zuschauer, dass dir das vielleicht interessiert, was das ist oder sowas, weil das ist jetzt kein mega Spoiler, wo du danach sagst, okay, jetzt brauche ich das Spiel auch nicht mehr spielen. Also es ist eigentlich nur eine ziemlich interessante Nummer, die man sich vielleicht fragt und wenn man es weiß, diese Perlen auf einmal zu schätzen weiß. Okay, dann nehme ich es auch mit. Ich begebe mich in Zuschauerinnen und Zuschauerperspektive. Hau raus, was kann ich mit den Perlen noch machen? Es gibt halt verschiedene Perlen und einige von diesen Perlen machen es dir möglich, bei den Frauen die Steine zu kaufen, die du brauchst zum Aufleveln deiner Waffen. Zum Aufleveln der Waffen? Also nicht plus 1, plus 2, sondern du meinst was anderes, oder wie? Doch, genau. Du kannst ja nicht so viele Waffen aufleveln in dem Spiel mit dem Stein, die du dazu findest. Wie heißen die? Scharfsteine oder was weiß ich auf Deutsch? Schmiedestein, ja. Schmiedesteine, genau. Und die Frauen machen es dir halt möglich, dass du vielleicht doch mal mehr Waffen aufleveln kannst, weil du, je nachdem, welche Klangperle du findest, du die entsprechenden Schmiedesteine da kaufen kannst. Ach so, also so spezielle. Ich habe zum Beispiel jetzt eben in einer Ecke so einen Dunkelschmiedestein gefunden. Wenn man sowas braucht, haben die das dann vielleicht. Oder einer mit einem hohen Level, so Schmiedestein Level 5 oder sowas Seltenes. Genau, zum Beispiel. Also es kommt ganz darauf an, welche Klangperle du findest. Und ich habe auch noch nicht alle gefunden, aber mir ist halt aufgefallen, und das ist ja eigentlich das, was du brauchst. Du findest von diesen Steinen am Anfang nicht genug. Und du kannst nur ein oder zwei Waffen aufleveln. Und das ist eine ziemlich wichtige Nummer, wenn du dann die Möglichkeit hast, diese Steine zu kaufen. Dann kannst du nämlich plötzlich alle deine Waffen aufleveln. Natürlich nicht auf plus 25. Ja. Da brauchst du die entsprechenden Steine für. Und ich weiß nicht, bezweifle, dass es die plus die ganz krassen da zu kaufen gibt. Aber zumindest kannst du am Anfang deine Waffen schon mal auf plus 3, plus 6 oder whatever, welche Steine du je nachdem hast. Okay, verstehe. Nee, das war tatsächlich ein guter Tipp, denn der hat mir das Spiel jetzt nicht kaputt gemacht, sondern mich eher gefreut, dass ich das jetzt weiß. Allerdings, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass vielleicht ist es eine lame Perle, weil anhand derer wäre ich jetzt richtig enttäuscht von diesen Perlen gewesen. Vielleicht ist es einfach geil, eine andere zuerst zu finden, das auszuprobieren und nicht Gostox. Aber naja. Was ist denn Gostox? Wenn es da irgendwas gibt zum Kaufen, was so ähnlich heißt, dann kannst du ja rückschließen, wer es diese Perle gerade gebracht hat. Naja, man geht doch dann in so ein extra Perlenangebot. Also, genau. Und was ist da? Ist da irgendwas im Angebot, was irgendwie Gostox heißt oder so? Gostox Finger, Gostox Waffen, Gostox Rüstung, irgendwas? Ich guck gerade, nee. Kestus ist so ein, was ist das denn überhaupt? Eine Waffe, so ein Fäustling, glaube ich. Ich weiß es jetzt auch nicht, aber irgendwas davon könnte eventuell sein, dass du das jetzt neu hast. Ja. Oder vielleicht ist die Perle
Ja, wahrscheinlich ist die Perle, die du gegeben hast, überhaupt erstmal die Möglichkeit, bei den Damen was zu erstehen. Nee, da kann ich, ich habe das auch gerade abgegeben. Also es gibt quasi mit dieser Klangperle ein komplett neues Menü und das heißt Gostocks Klangperle. Und dann gibt es ein ganz eigenes Arsenal und nicht das Standardarsenal. Das wird vorher schon irgendwie freigeschaltet. Und das ist aber genau das, was du ja letztendlich meinst. Mit deinen Klangperlen schaltest du wahrscheinlich auch ein anderes Grundarsenal. Das ist einfach nur ein Ordnungsprinzip, wenn ich das richtig verstehe. Damit du nicht alles auf einen Wusch hast und immer guckst, was ist denn jetzt dazugekommen, sondern von vornherein sagst, ich gehe in Kapitel 1, 4, 5 und guck da, was in den Seiten steht. Wenn es das klarer gemacht hat. Was komisches in meinem privaten Spielstand, da gibt's hier diesen Sauron-Typen, der hier das Ganze leitet, der Chef vom Dienst irgendwie, und der war dann irgendwann weg und der war dann hier in diesem Büro links, das hat sich dann geöffnet, da hat er dann gearbeitet. Das ist aber hier jetzt nicht. Das finde ich total witzig, wie das so unterschiedliche Dinge manchmal passieren. Es liegt natürlich wahrscheinlich an Progress, dass ich jetzt hier irgendeinen entscheidenden Triggerpunkt in der Welt noch nicht erreicht habe, der diesen Typen umplatziert. Aber ja, witzig. Das hat mich gerade sehr verwirrt. So, sie hier, die uns so nett in den Arm genommen hat und damit eigentlich verarscht hat. Ob sie wohl die ist, ob das wohl diese Fingerdame war. Ich probiere es jetzt mal aus. Ich schaue nochmal, was war das hier? Genau, Fingerleserin, aha. So, die Macht des Namensgebers in euch auf. Ja, vielleicht überträgt sie uns das mit Umarmung oder so, wer weiß. Ich rede mal mit ihr. I am pleased to see you again. Would you like me to hold you once more? Nee, ich wüsste gern nochmal deinen Namen. Then good day to you, my dear. Vielleicht ist es hier, ist sie es auch nicht. Aber gab es hier noch eine Dame? Hier ist der Schmied. Hier ist eigentlich nur der hier. Er hier. Und hier war noch dieser Die. Der ist aber gerade auch unterwegs. Hier fehlen so einige. Also meine Tafelrunde ist nicht komplett. Ja. Welches Mysterium? Nun gut, dann kann ich hier nicht weiter... Warte mal, ich habe noch was gefunden. Was ist das? Hallo. Ah, we meet again after all. I apologize for any offense given by my bearing, but I'm quite unable to move, you see. So, what do you need? Wieso, was ist mit ihm? Ist er untenrum ein Stein geworden? Oder nee, er hat eine Decke über seine Beine, weil die vielleicht blutig sind. Ach ja, das war doch der Typ... Der uns bei, also der NPC, der einem bei Margaret helfen kann. Margaret? Hieß er so? Ja, 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 genau. Ja. Der Zauberer Rogier. Über den Leichnam unter Sturmschleier. The misshapen corpse on the storm veil. That is a sacred relic of the Black Knives plot, as that famed night of assassination is known. It happened during the golden age of the Erdtree, long before the shattering of the Elden Ring. Someone stole a fragment of the Rune of Death from Malekith, the Black Blade, and on a bitter night, murdered Godwin the Golden. That was the first recorded death of a demigod in all history, and it became the catalyst. Soon, the Elden Ring was smashed, and thus sprang forth the war known as the Shattering. I once wished to become a scholar, you see. I've spent many an hour scouring the archives for knowledge of that fateful plot. The world has grown crooked, and if you intend to put it to rights, you'd better understand what happened to make it this way. Hm? And that thing is to blame for the shape I'm in now. I urge the utmost caution. Don't disturb the corpse more than necessary. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wovon er geredet hat. Also, welche... Leichen unterm Sturmschleier, er meinte. Wir zeichnen diese Let's Plays ja auch sehr versetzt mit einigen Pausen
auf und deswegen vergisst man natürlich auch schneller wieder, was man vielleicht schon gesehen hat. Also von daher, sorry, falls wir daran schon vorbeigelaufen sind, aber vielleicht können die anderen beiden mir dann einen kleinen Tipp geben. Was waren denn die Leichen unterm Sturmschleier? Sagt euch das was? Darüber hat der Zauberer Rogier gerade was erzählt. Gut, dann, liebe Leute in den Kommentaren, ihr dürft auch gerne was dazu sagen. Das war die große Leiche bei der Ach so, ach ja, das Cthulhu-Ding, wo wir uns drüber Gedanken gemacht haben, wie der wohl da umgefallen ist und ob der nochmal aufsteht und so. Guck mal hier, der gute Julius bei uns im Ton, der hat es mir gerade über die Boxen gesagt. Nun haben wir die Info direkt, da wäre ich tatsächlich nicht drauf gekommen. Ihnen in den Kommentaren natürlich selbstverständlich schon. Was, also wer gemeint ist damit? Oder warte kurz, Colin. Oder wie, oder was? Wer damit gemeint ist jetzt? Warte kurz, ich antworte gleich. Ah, okay. Ich habe, weil ich Godric besiegt habe, vom guten Roger, oder wie man ihn ausspricht, sein Rapier plus 8 bekommen. Eine gute Waffe offensichtlich. Mal gucken, ich glaube nicht, dass sie zu meinem Bild passt, aber ich schaue sie mir mal an. Warte kurz. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. Okay, jetzt könnte ich noch bei ihm Talente lernen. Colin, dass ich unterbrochen habe. Der gute Roger hat nur noch ein bisschen was erzählt. Was hast du gefragt? Ich hatte nur kurz gefragt, das, was Julius gerade ergänzt hat. Es ging darum, das, was gesagt wurde, damit war gemeint der Cthulhu-Guy. Oder hat sich da irgendeine neue Quest-Option gerade jetzt noch ergeben? Oder war das nur eine Information? Es war, soweit ich das verstanden habe, nur eine Information. Aber da ich ja noch nicht wusste, worum es genau ging, also er hat halt viel über das geredet, worüber auch der allererste NPC geredet hat, dieses Shattered Fragments of the Elden Ring-Kram. Mhm. Da war vielleicht ein Tipp drin und eine Quest, aber weil ich beim Lauschen noch überhaupt keinen Clou hatte, worüber der redet, habe ich diesen Tipp eventuell auch schon verpasst. Aber wie gut, dass wir hier den ganzen Kram aufzeichnen, weil ich werde natürlich selber nochmal in das Let's Play gucken und mir diese schönen Zeilen noch einmal zu Gemüte führen und dann nach einem Hinweis suchen. Wir müssen ja auch alles gar nicht immer direkt rausfinden. Ich würde sagen, damit wir jetzt hier nicht ewig nur mit Menschen reden, weil das können wir immer mal wieder zwischendurch machen, aber ich habe natürlich auch Lust, mit meinen guten Kompagnons hier weiter durch die Welt zu ziehen. So, ihr zwei, was machen wir? Treffen wir uns irgendwo wieder? Das können wir gerne machen. Wenn wir es einfach ein bisschen erkunden wollen oder so, können wir das gerne tun. Mhm. Wenn ihr einen Vorschlag habt, gern raus damit. Ansonsten würde ich mich einfach mal wieder an dieser... Mir ist was eingefallen. Und zwar haben wir noch den Turm offen, wo wir Godrics... Ringfragment-Ding da, die große Rune, so hieß das, wo wir das einlösen können. Und ich glaube zu wissen, wo der Turm ist und wie man da hinkommt. Ich würde jetzt alleine kurz das Bonfire ansteuern und wenn ich dort bin, würde ich euch Bescheid sagen und dann könnt ihr da auch hin traveln und ich beschwöre euch. Was haltet ihr davon? Das klingt gut. Geilo. Muss mir nur sagen, wo das dann nochmal genau ist. Genau, das weiß ich ja oder selber ich noch nicht genau. Auf. Deswegen, das checke ich kurz aus. Ja, okay. Aber das haben wir gleich. So lange wird das nicht dauern. Ich könnte jetzt hier meine Waffe schon verstärken. Allerdings mache ich das nicht. Ich glaube, ich finde noch ein geileres Schwert. Das wären aus meiner jetzigen Sicht gerade verschwendete Steine. Deshalb gehe ich nur einmal ganz kurz in mein Inventar und schaue mir nochmal den Rapier an. Oder den Rapier von Roger. Die Zweifingerfrau hast du aber gefunden, ne? Nee, ich dachte, die wäre gerade einfach nicht da, weil bei mir fehlen ja einige Kollegen. Aber stimmt, die muss ich ja, glaube ich, sogar vorher sprechen. Da bin ich jetzt auch offen. Habe ich vielleicht was übersehen? Wer könnte die sein? Also, Denzel, korrigier mich gerne, aber ich glaube, die ist in der Tafelrunde, da geht doch eine neue Tür auf. Wo dieses Zwei-Finger-Vieh ist. Und links davon ist doch diese so eine grumpy old Frau, die
das erste Mal kommentiert zu diesem Zeitpunkt. Oder? Bin ich gerade selber korrekt? Das ist korrekt, aber es ist, glaube ich, auch nochmal was anderes. Es sind zwei verschiedene Sachen. Oder? Ich habe jetzt den Anfang gar nicht so richtig mitgekriegt. Was war die Frage? Ob weil er da hin muss, zu dem Turm oder was? Genau, ob er mit dieser Frau, mit dieser Zwei-Finger-Leserin, mit dieser Handleserin gesprochen hat. Das war jetzt ja quasi irgendwie nach Godric, wenn ich das noch in Erinnerung habe, auch quasi ein Quest-Teil jetzt, den man machen kann. Ja, aber ich glaube, es ist egal, wann man das macht. Das kann sein, genau. Nur weil, ich glaube, wenn, du hast ja gerade dich umgeguckt und du hast noch nicht mit der Fingerleserin gesprochen. Und vielleicht ist sie auch noch gar nicht da, Walle, wenn ich das... So, ja, das, ich glaube nämlich auch, dass das erst danach passiert, nach dem, was Walle vorhat. Ah, okay. Ja, verstehe. Ich habe derweil die NPC-Helferin gefunden, mit der ich Godric zusammen hätte machen können, die wir davor getroffen haben. Und die hat mir ein Talisman, ein Arsenalstalisman gegeben. Da schaue ich mal ganz schnell, was das ist. Ach, hier ist er direkt. Erhöht maximales Ausrüstungsgewicht. Und zwar... Achso, und zwar um 8 Punkte. Ja, das ist ja gar nicht so schlecht. Also, wenn man gerade in der Fat Roll drin ist, zieht man den an, um da wieder rauszukommen, wenn man unbedingt seine coolen Ausrüstungsteile behalten will. Brauche ich gerade nicht. Ist aber schön zu wissen, dass man die Option hat. Was hat sie noch zu sagen? I wonder if you've met my foster father. He's in his study. The room Ensure's guarding just over there. If you haven't already, I advise you introduce yourself. Father is leader of the Round Table. I'm sure talking to him will be worth your while. Ach, sie ist die Tochter von Sauron. Okay. It's about time I headed off. I'll see you again, warrior, should the fates deign it. It's about time I headed off. I'll see you again, warrior. Okay, okay. Ja, witzig. Sie spricht diesen Raum hier schon an, dass Vater dort drin ist. Und ich weiß das auch schon, aber ich komme da nicht rein. Da muss ich wohl zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren, um mit ihm über seine Tochter zu reden. Gut, reisen wir zurück in die freie Welt. Walle? Ja. Hast du dir wirklich alle Team bekommen? Nein. Ich habe einen Tipp bekommen, beziehungsweise ich sollte mich selbst hinterfragen. Habe ich mir wirklich alle Türen angeguckt? Und hier hinten ist noch eine. Also da kann man schon so leicht durchgucken, da ist wohl was. Aber noch komme ich hier nicht rein. Da kommen nur Leute raus. Aber mir fällt noch einer ein. Nee, mir fallen noch zwei ein. Mir fallen sogar drei ein. Sozusagen Geste versuchen. Die er da gerade macht, oder was? Habe ich die denn überhaupt? Oder ist es egal, welche? Ach nee, die Geste heißt vielleicht sozusagen. Das würde mich auch wundern. Aber die er gerade gemacht hat, habe ich, glaube ich, noch nicht. Mache ich mal einfach eine andere. Herzliche Begrüßung scheint nicht zu helfen. Tja, Gebet. Gebet wirkt so, als könnte es was bringen. Nein, keine Ahnung. Vielleicht war das auch nur ein Trolltipp. Ich kann es nicht sagen. Es muss ja auch nicht diese Tür sein. Denn lasst uns noch kurz die anderen auschecken und dann... Meister Regie trollt jetzt auch schon mit. Genau, ja, ja. Die sind auch wie diese Nachrichten. Die erzählen einfach lange. Quatsch. Vielleicht aber auch nicht. Geste versuchen. Und dann, ja, die mit ihren Gesten, das ist doch alles Quatsch. So, natürlich hier, das wusste ich, hier ist ein Foggate, was ich mit so einem Steinschwertschlüssel öffnen kann. Das will ich aber gerade nicht verschwenden. Also, was heißt... verschwenden. Es wäre ja keine Verschwendung. Bestimmt ist ja was Cooles und irgendwann muss es aufgehen, aber das ist auch für mich nicht die Definition einer Tür.
Deswegen hier. Na, um links. Aha, guck. Oh. Ich hab's ganz ohne Tipps geschafft. Wahnsinn. So, hier ist jemand und hier sind tatsächlich zwei ziemlich widerliche Finger. Bisschen kaputt, bisschen haarig. Nichts, womit man eigentlich was gerne zu tun haben wollen würde. Geschweige denn angefasst zu werden. Are you that new tarnished? You've done well. I am Enya, the finger reader. I interpret the words of the fingers, envoys to the greater will. Look there. The fingers tremble to welcome you, Shardbearer. Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring, root of the Golden Order, anchor of all lands. Nein, sie hört auf zu reden, wenn man zu weit weg geht. Ach nö. Are you tarnished? Wollt mir die Finger angucken. Finger sehen unfassbar ekelhaft aus, ne? Das kann ich überspringen. Jetzt. Nee, da war ich auch schon, aber ich will sie zittern sehen. Euch. Great Elden Ring, root of the Golden Order. Anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called to act. Brave tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind. To become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. Well, I see. A remembrance of gold has found its way into your possession. Demigods and even the Crater of the Champions are hewn by the Erd Tree upon their end into remembrances. They are valuable indeed. These remembrances yet house the power of their former masters. And should you wish to wield that same power, well, I will lend you the strength of the fingers. Oh, do not recoil from my offer. The fingers. Spreche ich, ne? And you, tarnished, you are here to take, are you not? So, jetzt habe ich ein Menü. Jetzt frage ich sie noch einmal über die große Rune. Ich glaube, dann hat sie ihren Text gesagt und dann gebe ich ihr das mal. Oder nee, bekomme was, Entschuldigung. Great runes are the stuff of demigods. The children of the goddess, Queen Marika. She who is vessel of the Elden Ring. Tainted by the strength of their runes, her children warred, but none could become Elden Lord. And so grace was extended to your kind, the tarnished. Listen, the fingers speak. The greater will has long renounced the demigods. Tarnished
show no mercy. Have their heads. Take all they have left. Indeed. But remember one thing. The demigods are each and all the direct offspring of Queen Marika. Godric the Grafted was but a distant relation, the runt of the litter. His divine blood sorely diluted. Mm-hmm. Okay, also ich kann dieses Echo jetzt nur einmalig verfeuern und kriege dann irgendeine Kraft. Aha. Ja, das klingt nach einem guten Deal. Warum sollte ich das nicht machen? Weil von diesem Echo der Verpflanzten, ohne es abzugeben, habe ich ja gar nichts. Deswegen drücken wir da mal drauf. Ich habe nicht genug Geld, oder was? Für das zweite. Weil hier kriege ich einmal Godrics Axt, die ehrlich gesagt gar nicht so geil ist. Ja. Okay. Was ist das? Ein verpflanzter Drache. Achso, das ist quasi seine Hand ja gewesen. Das ist so eine Faustwaffe. Okay. Die, ach ja, okay, dann kann man auch so Feuer mit der Faust spucken. Ist natürlich witzig bestimmt, wenn man die dann auf den linken, also auf den L1-Schlag macht. So dann in der rechten das Schwert hast und in der linken wie er so auch diesen Drachen und dann mit dem Feuer agieren kannst. Das stelle ich mir cool vor. Dafür müsste ich allerdings Glauben skillen. Glauben war das, ne? Ja. Komisch ist, dass ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen will. Ich glaube, ich behalte es ehrlich gesagt noch, weil ich weiß irgendwie nicht, wenn ich das jetzt an mich nehme, ob das dann weg ist, weil ich gerade die Kohle dafür nicht habe. Kann ich einfach nicht sagen, ist mir zu unsicher, deswegen, ich kann ja nochmal wiederkommen. Ich brauche diese Axt ja eh gerade nicht. Jetzt gucken wir noch ein letztes Mal, hat sie noch einen zweiten Satz dort zu sagen. Ah, great runes are the stuff of demigods. The children of Nö, das hat sie ja gesagt eben. Tainted by the strength of ja, them, ja. So grace the great will tarnished. Shown ja. Ja, ja. Okay, dann vielen Dank, liebe alte Lady. Das hat alles sowas von so David Lynch-Kram, so alles so super metaphorisch. Es ist so wie irgendwie der Blitzbaum aus Twin Peaks. Wo ich bis heute, ich habe die Serie dreimal gerewatcht und ich weiß immer noch nicht, was der Blitzbaum wollte. Also, diese Finger, sie sagt, sie leiten mir den Weg und pipapo. Aber am Ende bin ich immer noch clueless as fuck gerade. Auch nach diesem Gespräch. Da kann man vielleicht was rauslesen. Ich nicht. Wurdet ihr beide? Ich weiß genau, was du meinst. Ich tue mich, da auch echt irgendwie schwer, gerade weil du kannst in diesem Spiel ja auch unglaublich viel Zeit damit verbringen, alles mögliche Welt zu untersuchen, zu gucken. Ja. Und was jetzt irgendwie wer nochmal zu was gesagt hat und was war eigentlich nochmal mein Ziel. Und ich tue mich da auch ein bisschen schwer, das manchmal zusammenzusetzen, worum es gerade eigentlich überhaupt geht. Genau das, ja. So, ich versuche jetzt, zu dem Bonfire zu kommen, wo wir halt, nachdem wir den Hund im Legacy Dungeon besiegt hatten, wo wir durch dieses Foggate nicht durchkamen, weil da die Multiplayer-Area endete. Meint ihr, das ist ein kluges Ziel? Weil ich behaupte, dort beginnt das Aquädukt hin zu dem Heiligen Turm, wo ich gerne hin möchte. Ist es verschwendete Zeit oder ratet ihr mir, folgt deinem Herzen? Ich würde dir immer raten, dann. Herz zu folgen. Nun gut. War das eine angemessene Antwort? Absolut. Das macht mich allgemein sehr glücklich. Weil das heißt, dass mein Herz offensichtlich ganz gut ist und mir immer die richtigen Ratschläge erteilt. Ja gut, das Herz wird dich vielleicht auch schelten und dann sagen, Alter, was hast du denn dabei gedacht?
Kann auch passieren, aber das ist das halt. Oh, erster Hit direkt. Scheiße. Weil Denzel möchte mit einer anderen Theorie oder auch Taktik dich in dieselbe oder eine andere Richtung drücken. Hey, dieser scheiß Hund! Der Hund, der ist noch tot. Und da ist schon wieder mit einem neuen Hund. Nee, ich, der Hund, der diesen dicken Kollegen bei der zerbrochenen Statue im Hof bewacht. Ah. Fuck you. Ich sage euch Bescheid, wenn ich da bin. Ja, ja. Ich schätze 10 Minuten. Maximal. Also das Schöne daran ist ja, dass während du quasi für uns alle und für das Let's Play hier Progress machst, machen wir ja wahrscheinlich parallel, ich denke mal, Denzel macht dasselbe gerade, Progress in unserer Welt. Das stimmt das natürlich. Das ist ja. Alle machen Progress. Da ist man vielleicht mal. Ja, vielleicht ist man da auch mal ablenkt für Momente oder ist dann ja nicht ganz so schnell, weil man gerade selber das Schwert in dem Moment einem Bossgegner in den Rachen schiebt, sag ich mal. Aber es ist ja eine wunderbare Möglichkeit, sich die Wartezeit zu verkürzen. Das stimmt natürlich. Es wäre nur blöd, wenn ihr jetzt gerade nichts zu tun hättet. Ja, also es wäre für die ZuschauerInnen jetzt nicht so spannend, aber ja. Oh, ich habe eine neue Fackel bekommen. Die muss ich mir gleich mal anschauen. Also, das hätte jetzt falsch rüberkommen. Ich meine natürlich, das, was wir machen, ist spannend. Aber sie sind ja bei dir. Und da fühlt man sich so ein bisschen abgekoppelt. Ich sehe nämlich auf so einem kleinen Bildschirm, um einzulassen, sehe ich so das Spielbild von dir, aber ich höre nichts und es ist auch sehr dunkel. Deswegen fühlt man sich dann manchmal so ein bisschen, wie soll man sagen, ja, abgehängt, so, ne? So im wahrsten Sinne des Wortes remote. Ja, klar. Okay, das werden mir hier gerade ein bisschen viele. Ja, klar. Nein, ich hab ihn noch nicht tot. Ah, jetzt. Boah, ich muss unbedingt mal eine Träne finden hier in diesem Safe. Es ist echt so unerträglich, wie wenig HP meine Flasks überhaupt geben. Oh, warte mal, waren hier noch welche? Ja, da. Das ist ja auch krass, dass man in diesen Dungeons nicht die Flaschen wieder zurückbekommt, so wie in der offenen Welt. Die Mechanik gibt's hier wirklich gar nicht. Scheint zumindest so. Ich hab's noch nicht bemerkt. Nee, es scheint so, ja. War das überhaupt so schlau, hier lang zu gehen? Da kriege ich doch jetzt so einen Pfeil in die Fresse. Aber ich weiß nicht, wie ich anders hinkommen soll. Komm, ich renne jetzt. Ich mach das. Das wird. Oh, yes. No, Pfeile von hinten.
nein! Nein! Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! Okay, ich mach die jetzt nicht alle platt, weil sonst bin ich... Ja, komm. Oder? Warte mal, jetzt hier habe ich ja wieder Ruhe. Aber ich wollte zumindest nah an dieses Tor kommen. Weil hier kann man ja einige pullen. Und das muss nicht sein. Die machen wir aber noch. In diesem Spielstand hier können wir tatsächlich jede Seele gebrauchen. Weil tendenziell, uiuiui, haben wir eher weniger, als man hier sonst hätte. Weil ich ja keinen Zwischendurchspürkuss gemacht habe. Wunderbar. Ich habe übrigens eben Marker gesetzt, zum ersten Mal aus Versehen. Hier darf man nicht auf die Karte gucken. Dieses Geräusch höre ich zum ersten Mal. Ich wusste nicht, dass es Plätze gibt, wo man nicht auf die Karte gucken darf. Aber vielleicht, weil ich noch von einem Gegner im Blick bin. Von wem? Ich glaube, das ist genau, was du sagst, das ist es. Wenn du Gegner hast, dann kannst du es nicht. Du kannst leider auch nicht, wenn du auf einer Leiter bist, kannst du auch nicht gucken. Ah ja, also wahrscheinlich, weil es sozusagen in diesem Spiel von der Logik her auch eine Aktion ist, die man nur nicht sehen kann. Ja. Weil du dann halt First-Person-View-Karte machst. Ne? Ja, macht Sinn. Ja, ey, ich werde immer mehr darin bestätigt, dass es eine kluge Entscheidung war, von mir diese Online-Funktion auszuschalten, weil das regt mich komplett auf, dass Leute Nachrichten auf Köpfe von den Ritterstatuen hier legen. Selbst wenn die mir einen tollen Tipp geben. Ja. Es nimmt dir Immersion und so. Das sieht irgendwie doof aus. Das sah vorher hier ziemlich cool aus. Die wollen ja auch letztendlich, glaube ich, einfach nur zeigen, guck mal, ich habe es hier drauf geschafft. Schaff du es auch. Ja. Es gibt nichts zu gewinnen, außer den tollen Preis zu wissen, ich bin, hab das gemacht. So, ne? Ich bin Elite Max Soldenstein. Schau mich an. So ungefähr, ja. Bitte was? Ich habe gerade nichts gehört. Ah ja, wir machen einen ganz kurzen Spot und hoffentlich ist nach dem Spot, seid ihr hoffentlich wieder da und auch Colin und Denzel, weil die versuchen jetzt in der Zwischenzeit zu mir zu reisen. Bis gleich. Hallo, willkommen zurück. Ja, das war natürlich komplett blöd von mir, weil während des Spots können die beiden mich gar nicht hören. Das heißt, ich konnte denen gar nicht kommunizieren, dass sie jetzt doch bitte ihr Zeichen legen sollen. Ihr kennt den Prozess und ihr werdet ihn wiedersehen. Und das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Das ist so, ja, der Multiplayer ist cool, aber das ist so ein bisschen das Restnerv. Gedingse, was man da immer noch mit dabei hat, dass man ständig irgendwie so aufeinander warten muss. Aber hey, ich will mich nicht beschweren, ich finde cool, dass es überhaupt geht. Ihr beiden hört mich wieder. Habt ihr schon euer Sign an diesem coolen Bonfire gelegt? Ich habe es in diesem Moment quasi mal einmal genau. Oh, die Verbindung bricht ab. Ah, nee, da ist die Verbindung wieder. Ich gebe dir das Update, das du brauchst. Also ja, mein Zahn liegt da. Ich kann nur keins legen. Du kannst? Ich kann da keins legen. Ach so, guck mal. Deswegen war vielleicht auch das Foggate da, weil man hier vielleicht generell nicht zusammen rein soll, weil das so ein Solo-Quatsch ist. Dann mach doch mal ein bisschen. Das guck ich mir an. Gut, dann sorry, das konnte ich natürlich nicht wissen. Mir extra da hingebeamt, ey. Kannst du nicht, aber du kannst dich auch, oder kannst du legen, Denzel? Nein, nein. Kannst du auch nicht, okay, ja. Übrigens schauen wir gerade auf die Stelle, wo wir Margit
besiegt haben. Das hat mich gerade irgendwie gefreut, dass mir das aufgefallen ist. Wie klein das doch von hier aussieht. Tja, dieser tote Boss. Der kann nicht mehr lachen. Ich lache jetzt über ihn. Sieht aber übrigens auch alles ziemlich cool aus hier. Ist, sehr pompös, muss man sagen. Schön. Blitzdrachentalisman. Was kann denn dieses Gerät? Okay, welche Überraschung. Es erhöht die Resistenz gegen Blitzschaden. Übrigens, wie gut, dass ich die Resistenz gegen Feuerschaden bei Godric hatte. Der hat ja doch viel mit Feuer gespielt. Geschwür des Todesprinzen. Ja, guck mal, jetzt gerade, wo ich keinen Feuergegner habe, nehmen wir uns noch mal ein bisschen mehr Lebenskraft einfach. In a Tash. So. Geschwür des Todesprinzen. Aber das hat so einen Abklingbalken. Warum? Was ist das denn? Das ist ja wie, wenn man fast vergiftet wurde, nur in Schwarz. Das hat keine Resistenz gerade gegen, kann es nicht erkennen, erhöht. Mhm. Und dadurch, dass sie höher ist, läuft das jetzt auf einen neuen Nullzustand zu. Ja, ach, verstehe, okay. Ja, das sieht man ja an dem Symbol, das ist die Resistenz gegen Poperzen. Ja, ich glaube, das ist irgendwie so eine Todescurse. Wenn der Balken voll ist, bist du direkt tot. Okay. Oh, wer steht nicht auf? Oh, cool, ey. Hier wollte ich schon so lange drauf. Aber da waren wir noch nicht, ne? Da hinten bei diesem... Nee, nee, da ist ja der super dicke Super-Elden-Tree. Tja. Okay. Gucken wir nochmal hier runter. Weil ich muss sagen, ich mag auch immer diesen ganzen Ausblick. Und wir sind ja durchaus hoch hier. Man sieht es auch daran, dass die Wolken ja fast schon auf Augenhöhe sind. Die sind nicht mehr weit weg. Und wo blicken wir hier drauf, wenn wir runter gucken? Da waren wir... Ach nee, genau, das ist wieder... Nee, nee, da genau, ist wieder der Platz, wo wir Margit gelegt haben. Oh, wo kommt er denn her? Jetzt habe ich den Keim mal geschlagen. Mann. Der hat aber viel Leben, du. Wo kam das jetzt her und warum ist er umgefallen? Was passiert hier? Ach ja, das sind jetzt zwei. Drei. Oder der hängt es ja noch ein. Vielleicht kann man sich das ja nutzbar machen. Ja, ich glaube auch. Die können doch gegeneinander kämpfen irgendwie. Ich bin aber eine Pflaume gerade. Wenn die immer so groß sind, dann finde ich. Oh. Finde ich die Kamera auch immer so nervig. Da bräuchte ich die Feuerresistenz ja wieder. Ich stelle mich hier gerade aber auch blöd an. Komm, kümmern wir uns erstmal. Ich stehe nur so im Schatten. Ich glaube, mehr genauer muss ich mir auch gar nicht. Oh, wer hat das denn noch gemacht? Kümmern wir uns erstmal hier um den allerersten. Och Mann! Ich schlag nicht nochmal, weil. Ach ne, er geht zurück. Oh Mann. Ich find's halt so nervig, auf zwei zu achten. Als hätte ich nicht mit einem. Wäre ich nicht mit einem schon völlig überfordert. Na gut, aber er hat. Ja, noch lebst du, ne? So muss man es ja auch. Man muss ja auch mal das Gute sehen. Ja. Es wäre auch ein bisschen blöd, wenn ich jetzt hier sterbe. Weil die Typen an sich, die kenne ich schon von so Open-World-Encountern und die sind jetzt ja nicht so super schwer. Ich finde es nur immer schwer, wenn ich auf drei Sachen gleichzeitig achten muss. Aber nicht nur in Souls. Ja. Das gilt auch für mein Privatleben. Ja, auch Mann. Das hast du nicht exklusiv, das Problem, sag ich mal. Oh, zu. Ah, ja, guck mal. Ja, doch, das geht.
Macht nicht viel Damage, aber ein bisschen. Oh, 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 weg hier. Och, Mann, und da kommt jetzt ein Schlag aus dem Nix halt. Das ist doch unfair. Ach, jetzt habe ich es endlich mal getroffen. Das goldene Herz. Das schöne Clear-Geräusch, was sagt er mal. Ja, das ist geil. Endlich der Dunkel. Ach, guck mal, der Speerwerfer oder der Bogenschütz von da hinten, der schießt ihm natürlich jetzt die ganze Zeit in den Rücken. Herrlich. Das klappt doch nicht so optimal. Ja, schlaue Kerlchen sind es ja nicht. Wow, das war knapp. Oh Mann. Wieder zu früh gerollt. Da bin ich manchmal zu hektisch. Oh Mann, jetzt habe ich halt alle Flasks an dem einen Typen verbraucht. Das ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass ich ja die anderen jetzt noch schaffe. Aber wenn der. Ich sehe es nicht so genau, aber der Pfeil-Dude, der schießt doch auch, oder? Ja, ja, er schießt auch, aber er trifft ihn höchst selten und macht ihm dann auch nicht so viel Damage, wie ich es mir wünschen würde. Naja, er zielt halt vor allem auf dich. Ne? Ja, ja, ich habe mich eben schon mal so versucht. Wenn du mit ihm stehst, dann geschickt hinzustellen. Ja, also es geht schon, aber da würde ich mir einen Wolf warten, bis er den allein gekillt hat. Nee, nee, das nicht, aber vielleicht das ist doch das, was wir sehen wollen. Ah, nee, das ist nicht das, was wir sehen wollen. Entschuldigung. Ich meine natürlich das gestaggert werden quasi. Stimmt. Blutherz freigelegt. Ich glaube, ich weiß, was du gesagt hast. Allerdings immer, wenn der Boss laut ist, höre ich dich quasi nicht. Ah, okay. Oder sehr, sehr leise. Komm, jetzt machen wir mal den Colin-Tipp. Geh mal hier so ein bisschen mehr in die Mitte und lass dich von dem Pfeil beschießen. Interessant, dass sie sich hier dafür entschieden haben, das zu einem Singleplayer-Only-Abschnitt zu machen. So, jetzt steht er doch perfekt. Komm, bleib da stehen. Der Bogenschütze zielt und schieß. Du schieß. Ja, er schießt ihm genau zwischen die Beine. Ich bin nicht hoch genug. Oh Mann. Ja, nächste Pfeil vielleicht. Ja, ja, schießt ja sehr unpräzise, der große Bogenschütze. Das ja, und er schießt ja auch nie weit jetzt genug. Kann es das ja, du hast ihn halt auch noch weit nach vorne gepullt. Ja. Ne? So. Vielleicht ist das auch. Er hat mich so überrascht, ich weiß gar nicht, woher der hier kommt. Kann sein, dass der weiter hinten war. Wir haben uns erst hier vorne getroffen. Ja. Das kann ich dir sagen, der war weiter. Kein Spoiler, aber kannst du ja glocken. Oder so. Mhm. Ja, ich werde jetzt. Pferd kannst du hier nicht aktivieren, ne? Oh, das probiere ich mal. Oh, das ist anders belegt, als ich es kenne. Ich probiere es nicht. Beziehungsweise ich probiere es gleich. Naja, ich werde es gleich eh nochmal erleben, weil ich bin jetzt jeden Moment tot. Nee, das Pferd kann man hier leider nicht rufen. Damit wären die natürlich um einiges einfacher. Das war zu erwarten. Aber jetzt bin ich vorgewarnt. Jetzt weiß ich, da kommen mehrere. Jetzt stelle ich mich wahrscheinlich bei einem nicht mehr so dumm an. Und ich würde gerne den ersten vernichten, ohne den zweiten zu pullen. Wenn das geht. Ich glaube, das kannst du nicht. Ah, okay. Du kannst dir mal angucken, aber ich glaube, ab einer gewissen Grenze stehen die alle auf. Ich glaube nicht, verstehe. Dass du die einzelnen quasi pullen kannst. Ja, gut. So, wer steht denn hier überhaupt auf? Ich guck mal, ob da mal ganz gemütlich hier an. Ja. Was ist die Grenze? Ach, da steht einer auf. Ja, ja, ja. So, der steht da hinten auch, oder? Aber das ist, glaube ich, ganz gut. Deswegen, wenn du ein bisschen nach vorne gehen, dann hat der Pfeilschütze. Das stimmt natürlich. Also das ist jetzt ja auch kein Spoiler, das hast du ja auch schon rausbekommen. Ja, das checkt man. Dass die nicht halt gegenseitig
das Leben schwer machen und du so ein bisschen aufpassen musst, aber nicht dreimal XXL lange Ansteckkämpfe hast. Wobei mir das XXL fast lieber wäre, weil ich das Aufpassen während des einen Kampfes auf die anderen finde ich fast anstrengender. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, die Pfeile, der schießt so unpräzise, wenn du da dich da aufhältst, ist die Wahrscheinlichkeit einfach deutlich höher, dass er den anderen Dude trifft. Ja. Oder auch er, guck mal da hinten jetzt ja auch, guck jetzt mal, was er macht. Er holt oh, schon. Schön. Und da geht er runter. Und ich habe noch keinen Hit kassiert. Ja, kannst du direkt schön. Ah, ich wollte in das goldene Herz, aber das habe ich, da habe ich mich ja sehr dumm angestellt. Oh, jetzt ist mir hier zu viel los. Ich gehe mal ein bisschen nach hinten. Ja, ja. Aber das ist ja das Schöne daran. Jeder Treffer, die jetzt eigentlich könnte sich wunderbar, gerade der Hinter, könnte jetzt die ganze Zeit dem anderen mitgeben. Ja. Das aber ist mir schon klar, das ist leichter dann vielleicht. Mhm. Ja. Aber es ist sehr befriedigend aber natürlich, wenn man. Beide parallel, ne? Ja, ja, das war auch. Ich hatte mir das anders vorgestellt. Ich dachte, der Hintere, dass der schon mal. Aber dafür hätte ich näher rangehen sollen. Gut, er hat seinen Kollegen jetzt einmal nochmal hingeballert. Der ist auch schon fast tot. Ja, es läuft definitiv besser als eben. Ich kann mich absolut nicht beklagen. Komm, jetzt schlag, Junge. Nee, nicht du. Och Mann, die Kamera. War ich noch auf dem einen anvisiert. Ja, wenn du das hier so getrennt hast, ne, dann ist es. Mann! Oh, jetzt aber, komm. Gib ihm richtig schön. Der andere macht noch ein bisschen Röst-Action, ist doch herrlich. Ja, der ist schon mal tot. So, und wir beide, ne? Wir gehen jetzt einfach mal zusammen auf die Brücke zum Bogenschützen. Komm, komm. Och Mann! Bin ich ungeduldig. Ich merke das so richtig. Ja, ja, ich merke so gut. Oh. So, komm, hier. Hier wird's toll. Meine Kopfhörer gehen aus. Ich muss mal eben kurz. Du machst das. Ich bin geistig bei dir, moralisch so. Bis gleich. Ja, bis gleich. So, ich warte, bis er ein bisschen näher rankommt. Und dann gehe ich quasi wieder in die andere Richtung. Ach Mann, er zieht nochmal zurück. Das habe ich vergessen. Och, und jetzt auch noch der Pfeil. Du kannst sie eigentlich einzeln pullen, wenn du vorsichtig bist. Ja. Also ich hab's jetzt gerade quasi wieder umgedreht, um Collins Rat zu folgen. Dass sie sich gegenseitig fertig machen. Aber das mit dem Pfeil, das ist mir zu heiß. Dieser Pfeil nervt komplett. Und vor allem hat er ihn noch nie getroffen, den anderen. Was mache ich falsch? Schreibt's in die Kommentare. Ey, schießt halt. Ich bin zu blöd. Ich lasse ihn immer durch die Beine schießen. Ja, komm, jetzt hat er ihn mal getötet. Ja, schön, Pfeil. Sehr schöner Pfeil. Warum liegt der so komisch auf der Seite? Das war nicht sehr effektiv. Es geht echt schneller, wenn ich gegen ihn kämpfe, anstatt auf den doofen Pfeil zu warten, glaube ich. Ja, komm, ich kämpfe. Ah, wobei. Pfeil Nummer 2. Ach, das war noch nicht der Todesstoß. Okay. Und weg hier, der Pfeil kommt bestimmt jetzt jeden Moment. Aha, der letzte Pfeil hat ihn gekillt. Okay, das geht doch.
So, mit einem Flask geht's gegen den Bogenschützen. Das schaffen wir. So, den lassen wir ihn noch schießen. Oh, der ist noch weiter weg, als ich dachte. Jetzt holt er auch sein Schwert raus, oder was? Nee, er schießt nochmal. So, jetzt hörst du mich wieder, ne? Ja, alles wunderbar. Super, top. Sag mal kurz. So, wo ist dein goldenes Herz? Lass mich in dein Herz. Ja, sehr schön. Ach, das war's schon. Okay. Ja, ja. Ist nett, ne, dass der dann so... Ja. Wenn man einmal die Hürden davor unten hat, er ist keine große... Wechselt nicht die Waffe und tausendfach super, super HP. Das ist tatsächlich sehr freundlich von ihm gewesen. Boah, hier rutscht man ja fast runter. Ach, aber hier, das erkenne ich doch. Da unten sind doch diese Ruinen mit den Riesen und so. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Schauen, ob hier noch irgendwas ist. Jetzt lasse ich mir ehrlich gesagt keinen dieser Punkte mehr entgehen, weil ich ja schon mal fast den Ritter verpasst hätte. Deswegen immer schön schauen, ob man hier irgendwo außen auf den Simsen rumlaufen kann. Hier war das jetzt, glaube ich, nicht der Fall. Es ist so geil, ne? Weil die Welt, es ist alles so grob, fühlt, dass du überall irgendwas... Aber, oder auf der anderen Seite, ne? Ich habe jetzt auch die ganze Zeit gedacht, dass ja, man durchkämpft. Mhm. Bin noch einmal in Wirklichkeit waren das alles so Kleinigkeiten. Ne? Und nichts super Wichtiges. Schon für natürlich, man möchte es... Aber eben nicht so der Hauptpfad und das Allerwichtigste schien zumindest einfach dem Hauptpfad zu. Und das ist irgendwie natürlich. Ja, absolut. Das ist viel so natürlich für Leute, die einfach das Gefühl mögen, etwas geklärt zu haben. Also so ein bisschen den Ritter, klar, den hätte man weglassen können. Der hat jetzt nichts Wichtiges gedroppt oder so, aber fürs Gefühl, gerade bei den Souls-Spielen, will man natürlich auch diese ganzen Minibosse und sowas haben. Genau. Aber ich finde, das eben, das macht es in so einer offenen Welt natürlich schwieriger, irgendwie ein Gefühl dafür zu kommen, fängst du an, wo hörst du auf. Ja. Weil diese Welt ist ja auch gigantisch und ich mich da manchmal verloren. Im Sinne von, ich weiß jetzt gar nicht, aber ja, wo könnte noch ein Boot komplette Fels abzureiten oder da noch was gibt, wo ja, ist Quatsch? Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst, aber mittlerweile versteht man dich immer schlechter. Die Internet-Zuckungen werden stärker. Vielleicht kannst du mal kurz versuchen, ist irgendwie so irgendwas neu zu starten oder so. Oder vielleicht ist es so scheiße? Nee, jetzt geht's wieder. Es war auf jeden Fall kurzzeitig sehr abgestückt. Test-Titel? Das klingt ganz gut. Jetzt, ja, jetzt geht's so wieder. Geht's. Ich glaube, es war doch so ein Mikro-Ding. Ah, sorry, es tut mir leid. Ja, alles sorry, gut. Hab ich, ich hab's... Ich wollte sagen, dass die offene Welt, na, geil sie ist, aber sie ist gigantisch. Aber das ist vielleicht auch ein persönliches Problem von mir bei Open-World-Spielen manchmal. Dann, dass dann doch auch hier manchmal die Angst mitschwingt, ey, es ist viel, ich weiß gar nicht mehr was, wo und wo. Und weil man eben so, gerade in den Souls-Spielen, es ja irgendwie gelernt hat, es zu lieben, so alles Wichtige und vielleicht alle Trophäen oder so mitzunehmen, ist natürlich nochmal ungleich, gefühlt zumindest, komplizierter. Ja. Und ich denke, ich kann 200 Mal irgendwie stundenlang noch die Prärie abreiten, weil es vielleicht dann doch noch irgendwo was, ach nee, war doch nur ein Adernblatt oder so. Ja. Ja, das stimmt. In dieser Open World ärgere ich mich sogar auch manchmal, dass ich ewig noch in irgendeine Ecke reite, wo ich was leuchten hab sehen und dann war es wirklich nur die zigste Blume, von der ich schon 500 habe. Aber sonst belohnen die Souls-Spiele das ja doch auch sehr, diese Neugier, dass du mal irgendwo wo reinschaust.
Da habe ich zum Beispiel gerade weggeklickt. Ich habe irgendein cooles Item, was ich noch nie gesehen habe, bekommen. Irgendein Käfer oder so. Aber den schaue ich mir später an, weil dabei habe ich ihn ja. Entschuldigung. So, ich bin jetzt übrigens vor diesem kleinen Teleportgerät auf der Brücke. Ich habe jetzt noch kurz abgewartet und hier die Umgebung etwas gescannt, weil ich glaube, jetzt passiert irgendwas Spektakuläres. Und wenn ich hier irgendwann wieder hochkomme, dann beam ich mich da mal durch. Allerdings gehe ich entweder den falschen Weg. Option B ist, dass man hier gar nicht hochkommen soll, sondern sich zurück zum Bonfire porten muss. Nee, es geht. Sehr gut. Ich war nur ungeschickt. So, okay. Jetzt aber. Oh, komm. So, untersuchen. An anderen Ort reisen. Tja, da bleibt uns ja eigentlich auch nur diese Option übrig, denn die Brücke ist an dieser Stelle zerbrochen. Komme ich jetzt direkt zum Türmchen oder einfach nur an das Stück der zerbrochenen Brücke? Nein, ich scheine vor einem Turm direkt zu stehen. Und da immer noch links von mir der gelb leuchtende Eldenbaum ist, ja, ich kann hier in der Umgebung erkennen, ich bin auf derselben Brücke. Da könnte ich jetzt reingehen, aber das wäre ja langweilig. Deswegen gucke ich mal ganz kurz einmal hinter mir, weil da ist ja einiges an Brücke. Auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen Angst, dass ich, wenn ich jetzt hier sehr neugierig zurücklaufe, noch, ja, irgendwas pulle, wollte ich gerade sagen. In dem Moment kommt mir so ein Terrorvogel entgegen, weil ich habe nicht mehr viele Flasks und ich kann immer noch umgebracht werden. Bevor ich mein Ziel hier erreiche. Oh, das ist aber nicht so ein ganz schlimmer. Der hat keine Messer an den Beinen. Och, aber macht dann trotzdem sowas. Das wäre schön, ne? Vom Falken erledigt zu werden. Das ist hier ganz fein. Jetzt noch den Riesen. Ja, sobald hier einer aufsteht von diesen Riesen, laufe ich sofort zu meinem eigentlichen Ziel. Den Kampf gebe ich mir jetzt nicht noch. Ja, das ist nämlich ein Item. Das hat sich direkt gelohnt. Aber auch wieder zwei Falken. Kommt einzeln zu mir. Den Doppelkampf gebe ich mir nicht. Ha! So, jetzt kannst du. Ja, kommen sie ran. Na, das hat timingmäßig diesmal nicht gestimmt. Och Mann, der ist so fies, weil das auch so ein Zögerschlag ist. Mann! Ja. Kannst du als Vogel noch mehr nerven? Wer hätte gedacht, dass die Ornithologie denn doch ein so spannendes Fach wäre? Ach Mann, ey. Jetzt habe ich kaum mehr Leben. Jetzt darf hier nichts mehr aufwachen. Wehe dir. Ah, aus Hass noch ein Adler gekillt. Ein silbernen Frittierfuß? Ach nee, ein Federtierfuß, okay. Ein silbernen Frittierfuß. Ja, ich dachte, der wäre schon vorfrittiert. Ein bizarres Item plötzlich. Also, ein bizarres Item würde mich in dieser Welt jetzt nicht überraschen. Ey, das stimmt. Aber ein Frittierfuß? Gut, wir sehen, wir haben uns quasi wirklich nur von dort hinten nach hier geportet. Wir haben, oh, hier ist noch eins, alle besonderen Items entdeckt. Wunderbar, dann traue ich mich jetzt in diesen Turm. Wobei, so richtig gründlich habe ich ihn nicht geguckt, ne? War ist ja auch für euch langweilig. Ich gucke jetzt noch einmal hier links, dann noch einmal rechts. Oh, toll. So, schön geguckt. Super Special-Geheimnisse. Das ist halt auch ein bisschen das Ding, ne? In so einem Let's Play findet man ja, naturgemäß schon immer weniger von diesen besonderen Orten, weil man tatsächlich auch einfach ein bisschen progress-orientierter spielt, als wenn man jetzt für sich allein zu abends daheim sitzt und irgendwie mit dem Pferd eben, wie Collins auch eben meinte, in jede Ecke reitet. Das versucht man natürlich dann doch eher zu vermeiden. Und ich glaube, deswegen war ich auch in der Burg etwas
zügiger unterwegs und habe dann doch nicht jeder Vermutung gefolgt und bin in jede Ecke da gegangen. So, jetzt aber genug der Schnackerei. Wir stehen vor dem großen Tor. Heiliger Turm von Limgrave. Genau da sollten wir hin. Das war die Itembeschreibung. Öffnen wir die Tür. Ist das ein Aufzug? Das sieht so aus wie so eine Druckplatte. Immer ein bisschen OCD-Trigger, dass diese Türen dann auch halb offen bleiben. So, bevor ich diesen Aufzug oder was das ist benutze, schaue ich mir mal an, was ist das denn hier für eine Statue? Auch mal einen kleinen Probeschlag gemacht. Jetzt lese ich mal wieder eine Nachricht. Keine Objekte voraus. Na, das ist doch mal ein toller Tipp. Das heißt, ich muss jetzt nicht ewig suchen, kann aber wie immer natürlich genauso eine Finte sein. Okay. Genau, das ist ja das Schöne. Das genau da hier ist es quasi das Master-Objekt für die Hauptquest. Ja. Und auch danke für den Service-Tipp, lieber Troll. Vor allem gibt es hier eine unregelmäßige Verteilung von Fenstern. Einige nach links sind zu, nach rechts sind sie offen und geradeaus halt auch. Deswegen, ich vertraue diesem Menschen nicht. Irgendwann werde ich mir dieses Fenster nochmal genauer ansehen. Aber erstmal fahren wir hoch. So, ich bin oben. Schnell gucken, ist hier eine Bedrohung? Nein. Okay. Stehen hier wieder 1000 Nachrichten. Kann man natürlich... Da ich ja offline spiele, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, verschwende ich aber natürlich sehr viel Zeit damit, genau das hier immer zu machen. Gegen jede verdächtig anmutende Wand einmal zu schlagen. So, okay, aber was erwartet mich hier oben jetzt? Erstmal eine Gnade. Gut, da kann man ja immer drauf zustürmen, denn drumherum sind keine Gegner. Okay, okay. Da unten sehe ich quasi schon den nächsten Turm. Oder zwei. Aha. Okay, aber hier geht's noch weiter. Links. Langsam kann man auch mal wieder... Nee, das wollte ich nicht. Wo ist eigentlich meine Fackel? Wieso kann er die nicht in die Hand nehmen? Ach, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Da fällt mir ein, ich habe doch eben in irgendeinem Kampf eine neue Fackel bekommen. Und da wollte ich mir unbedingt angucken, was sie denn nochmal konnte. Beziehungsweise, das ist total ineffizient so. Ich mach's über dieses Menü direkt. Hier. Stabfackel. Okay, das ist eine Waffe. Okay. Ja, das sind, glaube ich, diese langen Spieße, ne? Die haben ja auch die Typen, die einen immer so nerven. Genau. Ja. Okay. Nee, ich dachte einfach nur, das wäre was anderes. Aber es ist natürlich auch cool, jetzt mit Feuer spielen zu dürfen. Uiuiui. Ich bin oben angelangt. Höher scheint es wirklich nicht zu gehen. Und hier liegt wieder so eine zwei Finger sind es. Ah, zwei Finger und... Ja, so eine Art Elden Ring-Hologramm in der Mitte. Das drücken wir mal. Wahrscheinlich. Hier. Kraft der großen Rune wiederherstellen, das machen wir. Godricks große Rune. Da steht jetzt neu, aber die hatte ich ja schon. Was also ist neu? Ich gehe mal ins Inventar und schaue sie mir unter der Lupe an.
Wo war sie nochmal? Bin mal gespannt, ob du das findest. Habe ich 2 Tage für gebraucht. Okay, das. Um was zu finden? Das, weil er gerade sucht. Ach, das, die große Rune? Ja, was man mit der macht. Achso, ja, das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Tatsächlich. Also erstmal steht hier, Objekteffekt erhöht alle Attribute. Das klingt irgendwie super cool. Und dann ist die Objektbeschreibung eine große Rune des Fragmentträgers Godric. Ihr Segen erhöht alle Attribute. Diese große Rune ist als Ankerring bekannt und gehört in die Mitte des Elden Rings. Der Eldenfürst Godfrey und sein Nachkommen, der goldene Stammbaum, waren die ersten Halbgötter. Ja, sehr aufschlussreich. Ich weiß jetzt nun natürlich sofort, was mit dieser Rune passieren wird. Natürlich nicht. Ja, der Eldenfürst Godfrey, okay. Den habe ich noch nicht kennengelernt, soweit ich weiß. Der gehört in die Mitte des Elden Rings. Ist jetzt auch nicht der Megatipp, dafür bräuchte ich nämlich erstmal eine Umrandung, um eine Mitte zu haben. Das Einzige, was mir wirklich einen Hinweis gibt, ist der goldene Stammbaum. Weil vielleicht ist es ja dieser, den man immer sieht, dieser ganz große Baum. Aber da war ich ja auch noch nie. Also ich glaube, ich kann vielleicht einfach jetzt noch nichts damit machen. Könnte Denzel jetzt zumindest andeutungsweise bestätigen? Bestätigung denied. Okay. Verdammt. Tja. Ja, aber es ist vielleicht auch okay, dass man das gar nicht direkt findet. Bestätigung denied. Wahrscheinlich. Ja, diese haarigen Finger gibt es auch hier, allerdings in nicht mehr so quick lebendig wie in der Tafelrunde. Das scheint tote Finger zu sein. Es tut mir echt ein bisschen leid, weil obwohl sie so eklig sind, sind sie mir dennoch sympathisch. Ist das ein Tipp? Kann ich hier runterspringen? Bestimmt. Oh, tatsächlich, glaube ich. Oder ist es? Ne, es ist auf einer Höhe. Ne, ich würde tief fallen. Machen wir es oder machen wir es nicht? Wir machen es nicht. Dieser Blutfleck könnte Aufschluss darüber geben. Ach, der da noch war. Ja, okay, dann frage ich ihn mal. Tja, der ist aber auch nur gestorben, du. Ja, das sieht schon so aus, als wäre da so ein Sims, wo man drauf könnte. Ja, was habe ich zu verlieren? Wenn ich jetzt sterbe... Ah ja, ich muss gegen diese Riesen jedes Mal wieder kämpfen, aber ich kann auch einfach vorbeilaufen. Ist da nicht direkt ein Bonfire eine Etage tiefer gewesen? Ach ja, stimmt. Doch, das habe ich doch sogar... Habe ich das aktiviert? Ja. Ja. Gut, dann probiere ich es jetzt. Bin manchmal etwas ängstlich. Ich will nicht so nach vorne fallen. Ja gut, das war ein Riesentipp von dem Kollegen. Aber mal die Frage, diese Blutflecken, die heißen auch nur, dass da jemand dumm gestorben ist. Also die entstehen nur, wenn dort jemand gestorben ist. Ne? Das ist gar nicht als Tipp zu verstehen, sondern eher als Warnung. Genau. Okay. Ja, aber wenn viele versucht haben, da runterzukommen, weil 2 Blutflecken haben mich quasi gewarnt, dann ist das ja trotzdem irgendwie ein Hinweis, dass dort was sein könnte. Und es sah ja auch für mich ein bisschen so aus. Was steht denn hier? Ich lese es tatsächlich mal Nachrichten, wenn wir hier schon online spielen. Was steht hier? Wagt es nicht. Ja, vielen Dank. Und was hier? A-Baum. Ah, das ist ja nur grauenhaft. Okay, danke. Gut, aber wir müssen das nicht jetzt herausfinden. Ich bleibe dabei. Weil, zu Hause in meinem Spielstand habe ich das ja auch noch nicht gemacht und konnte trotzdem schon Dutzende Stunden weiterhin
Kram erledigen und Spaß haben, ohne das gebraucht zu haben. Das heißt, es ist vielleicht ein Rätsel für später. Ich würde sagen, wir treffen uns noch einmal. Und eine Sache fällt mir noch ein, die wir noch offen haben. Und ansonsten könnten wir natürlich auch komplett neue Sachen beginnen. Und zwar haben wir das Gemälde auch in diesem Schloss gefunden. Und das, da hatte ich ja schon eine Vermutung ausgesprochen, wo ich glaube, wo das gemalt wurde. Und da könnte man einfach mal aus Interesse zum Ort des Malers reisen. Ja, wir können uns das ja einfach mal überlegen, was jetzt, wir haben alle Möglichkeiten, ja, weiterzumachen. Das können wir ja einfach mal ein bisschen besprechen und dann einfach überlegen, wie wir die Reise fortsetzen. Mhm. Achso, das klingt so, als wäre die Folge schon zu Ende. Ja, das ist so, also so hatte ich das auch verstanden. Achso. Das hatte ich so verstanden, dass du das so. Aber das scheint dann nicht der Fall zu sein. Damit nehme ich alles zurück, was per Remote auch. Nee, ich hab tatsächlich seltenerweise auch gerade keinen Indikator. Liebe Regie, wie lange hätten wir denn noch? Also was lohnt sich noch? 8 Minuten. 8 Minuten, guck mal, da macht es natürlich gar nicht so viel Sinn, jetzt noch groß in die absolute Koop. Multiplayer-Session. Das ist perfekt, dein anderen Plan mit dem Bild in 8 Minuten. Finde ich nämlich auch. Dann machen wir doch genau das. Von hier kann ich hoffentlich schnell reisen. Kann ich. Sehr gut. Dann reisen wir dahin, wo ich glaube, wo es gemalt wurde. Und zwar sind wir ja. Sind wir ja. Der erste Schritt, genau. Hier war das Tutorial-Ding. Ich glaube, auf dem Gemälde sah man das hintere Teil davon, also muss das Gemälde ungefähr hier oder hier gemalt worden sein. Oder sogar hier. Kann man das, wisst ihr das? Ich glaube, man kann es auch im Inventar nochmal angucken, ne? Weil irgendwie Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt erst eingeschaltet haben, die wollen es vielleicht nochmal sehen, um miträtseln zu können. Zaubereien, aufrufen. Du kannst es, genau. Mhm. Ich muss nur kurz finden. Ankommen. Kopf, Brust, Arme, Talismane. Hier, Info. Gemälde, Prophezeiung. Ja, es ist leider recht klein. Bin das echt nicht größer? Nee. Also das ist ja... Das ist ja scheiße gemacht. Weil, und es ist auch nicht das Ganze, oder? Doch, ja. Aber gut, macht euch einen Screenshot, tut den in Photoshop, macht den dann groß, dann seht ihr es auch. ich weiß nicht, was YouTube daraus macht, ich erkenne es in so schon relativ schwierig, aber man kann die Umrisse des Schlosses erahnen und auch des Wasserfalls, der quasi hinten aus dem Tutorial-Po kommt. So nenne ich es jetzt mal. Da reise ich jetzt hin und überprüfe meine Theorie. Zack, zack. Hier ist es, genau. Und von hier reise ich auch los bei der erste Schritt. Genau. Da können wir nämlich schnell hinreiten. Boah, wie viele Folgen haben wir jetzt kein Pferde-Gameplay mehr gehabt? Das ist, wir waren echt lange in diesem Dungeon. Das ist doch einige Zeit schon her. Was? Es gibt Pferde im Spiel? Ich erinnere mich schon. Ich musste auch echt gerade länger gucken, wie ich es nochmal hier belegt hatte und rufe. Oh, wir haben ja auch noch den Drachen hier unten, ne? Den kann man natürlich auch mal legen. Und den Reiter, stimmt. Ja, ja, den hatten wir ja auch gar nicht gelegt. Na? So gesehen gibt es da schon noch einiges an. Einiges, ja. So, hier sieht man jetzt übrigens schon den Wasserfall, den wir eben auf dem Gemälde gesehen haben. Und entweder müssen wir dorthin, zur Kirche. Ja, damit rechne ich ehrlich gesagt. 8 Minuten noch. Jetzt sind es wahrscheinlich nur noch 5. Es wird ungefähr der Ritt sein. Ich ignoriere jetzt tatsächlich auch gerade mal Gegner, um ein bisschen schneller durchzukommen. Ich kämpfe also nicht gegen jeden hier. Aber das nehmen wir doch noch hier eben mit. Und gucken auch direkt mal. Von hier
ob vielleicht die Perspektive so schon passt. Nee, genau. Weil hier ist das Schloss rechts und der Wasserfall links und es muss genau andersrum sein. Das heißt, von dort ist es wirklich wesentlich wahrscheinlicher. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass wir es nicht in der Folge finden, weil es gibt ja hier mehrere Ebenen und Säulen und so. Und wer weiß, ob ich da auf eine bestimmte drauf muss, um des Rätsels Lösung zu finden. Na, das lasse ich mir doch nicht entgehen hier. Krabbeneier. Oh, hier bin ich falsch. Hier kommt man nicht weiter. So. Ja, wir müssen immer noch die Insel wechseln quasi, beziehungsweise eine Insel ist es glaube ich nicht wirklich, aber hier ist halt so ein Graben, so ein Fluss. Und wie man da, also es gibt da hinten noch eine Brücke, aber die ist mir gerade ein bisschen zu weit und die haben wir auch noch nicht entdeckt. Aber ich habe dieses Gebiet mir eh erschlossen, indem ich das erste Mal hier rüber bin. Nur, dass das die falsche Stelle war. Ich hätte noch etwas weiter nach rechts gemusst. Das war aber mutig. Das geht? Ja, das geht. Ich bin nur... Ach Mann, ist der Weg wieder so weit. Ich wollte Zeit sparen und das super schnell machen. Und das ist häufig nicht die richtige Entscheidung. Das ist aber auch ein geiler Tipp, wenn das klappt. Ja. Das ist ja eine Speedrun-Taktik. Absolut. Die wird wahrscheinlich, wenn das jetzt einer sieht von den Super Speedy Gonzales-Brüdern da draußen, dann... ist das der Wallesprung. Oh ja, hier habt ihr es zuerst gesehen, Leute. Nur bis, also ich habe World First diesen Sprung entdeckt und bisher auch nur ich. Genau. Nur wenn World First schafft, ist eine andere Frage. Ja, das machen dann wieder andere. Ich bin nur fürs Entdecken. aber witzigerweise dachte ich halt, das wäre der ganz normale Weg. Ich habe das mit der Brücke erst viel später gecheckt. Und zwar geht das hier nämlich noch ein Stück weiter und wie man sieht, jetzt kann ich es auch in der vollen Gänze zeigen, nachdem ich diese drei Blumen gelootet habe. Hier ist nämlich auch die Entfernung wesentlich geringer als an jedem anderen Punkt. Dennoch braucht man, muss man im Sprint sein mit dem Pferd und man muss natürlich diesen Luftsprung genau im richtigen Moment machen, um die Distanz zu verlängern. Ich bin halt nicht beim ersten Mal gesprungen. Ey, ich hab das in meinem privaten Spielstand. Da war das überhaupt kein Problem. Gesprungen. Mhm. Ganz elegant beim ersten Mal. Da war nichts mit probieren. Deswegen dachte ich ja auch, das wäre der offizielle Weg. Weil ich dachte, da muss man ja so blöd sein, um das nicht zu schaffen. Ja, so ist das, ne? Manchmal im Leben auch. Es ist der... Gottverdammte Vorführeffekt. Oh, meine Güte. Ja, Leute, man hat jetzt zumindest die gleiche Area in verschiedenen Wetterlagen gesehen. Das ist natürlich auch was Schönes. Kriegt man auch vielleicht nirgendwo anders. Also bleibt dran bei diesem Wetter-Let's Play. So, jetzt aber, komm. So, nochmal genau gucken. Ja, das ist richtig. Das ist hier schon alles richtig. Weiter geht's denn nicht? Ja. Aber wenn es jetzt nicht klappt, dann mache ich hier gleich was kaputt. Und wir sind im nagelneuen Studio, Leute. Ich würde jetzt wirklich dem Spiel raten, dass das jetzt klappt. Und auch meinen Fähigkeiten. Das Studio muss nicht kaputt gehen. Das Studio bleibt heil. Geil. So, klauen wir hier den drei. Das Studio habe ich gerade noch mal Glück gehabt. Ein Glaubensknoten-Kristalltränchen. Das sind leider nicht die Kristalltränen, die wir zum Plus-Einsen brauchen, wenn ich richtig informiert bin.
Wir haben hier in diesem Let's Play noch nicht herausgefunden, wofür man das braucht, was ich gerade gefunden habe. Aber das werden wir bestimmt noch. Hallo, ich will dich nutzen. So. So, jetzt sind wir endlich fast da. Wir müssen hier nur noch hochhalten. Und dann haben wir's. So, die ignorieren wir jetzt hier auch erstmal. Hast du denn die Schaufel dabei? Das stand in der Beschreibung, ne? Irgendwas mit einer Schaufel. Oder muss man da von sich aus draus kommen? Drauf kommen. Du willst den Schatz sonst ausbuddeln, wenn du keine Schaufel hast. Woher weiß ich denn, dass da ein Schatz ist? Ich dachte, ich treffe den Maler. Ja, das sagst du mir jetzt natürlich, wo ich da bin gerade. Mausoleum wandert, alright. Ja, komm, nehmen wir uns erstmal ganz kurz hier diese Gnade. Dann respawnen wir zumindest nicht wieder vor dem super gefährlichen Sprung. Und hier finden wir, preiset Gott. Ja, komm, geh weg mit deiner Nachricht. Ich will das Objekt. Eine heilige Träne. Und was macht eine heilige Träne? Die nutzt sich sowas von sofort. Diese verstärkt endlich unsere Flaschenaufladung. Flaschen verstärken. Heilige Träne. Juhu. Und jetzt steht dort unten links auch Flasche mit Purpurtränen plus 1. Und Ende, sagt die Regie. Das ist ein cooler Punkt zum Aussteigen, weil ich habe ja keine Schaufel, aber ich will es euch noch, wenn wir jetzt schon den weiten Weg geritten sind. Was ist da rechts? Da ist der Maler. Oh. Ist er das? Ist er das? Ja, er hält sogar so. Ja, weg ist er jetzt. Ach toll, das kann ich mir ja niemals merken. Außerdem, guck mal, hier kann ich eh nicht graben, weil hier ist Stein. Na sowas. Kriegsfalkenasche. So, und hier sehen wir quasi jetzt nochmal ungefähr das hier zum rechten Rand hin. Von meinem Charakter zum rechten Rand hin. Das war das Gemälde. Wir haben es gefunden. Geh doch mal auf die Karte. Einmal so zum Service vielleicht. Ach so, zum Service, strugglen. Ja. Könnt ihr nochmal einmal gucken. Ja. Wo findet sich das? Ja, hier auf der Karte seht ihr dann den Ort. Das war mein Tutorial zu Elden Ring. Hier auf Valle 2000 LP. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Guide wieder mit dabei. Das nächste Mal sind dann auch Colin und Denzel mit am Start und werden ihre Tipps wiederum euch weitergeben. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit am Start. Bis dann. Tschüss. Tschüss.